Moin Leute, FXNoSkin hier. In diesem Video werde ich nur mit epischen Waffen spielen. Wie das Ganze funktioniert hat, werdet ihr im Video sehen, also bleibt bis zum Schluss dran. Los geht's! Danke an Peter für den netten Kommentar und auch für die Idee dieser Challenge. Nur epische Waffen, das könnte schwierig werden. Ich werde diesmal hier landen. Jetzt denken sich viele von euch wahrscheinlich, warum hier? Da landet doch jeder. Genau das habe ich auch gedacht. Aber in der ersten Runde, die ich gespielt habe, dachte ich nämlich, ich lande hier, weil da niemand landen wird und ich eine Zone einnehmen kann. Dort wurde ich aber geholt, bevor ich irgendwas noch looten konnte. Los, flüchten wir. Weg hier, dieser Ort ist böse. Oh Gott. Dulli Felix kann wieder nicht fahren. Nein! Und in der letzten Runde ist die ganze Lobby dort gelandet. Also hier, ne? Und niemand ist hier gelandet. Ich hoffe jetzt, dass die Person da vorne nicht dorthin geht. Das wäre sehr ärgerlich. Huch, da ist noch jemand, aber die landen, glaube ich, alle hier bei Ruta Operazione. Hallo. Sag mal, wieso geht alle nach hier? Hier landet ja niemand. Ich bin kurz am Überlegen, ob ich wieder wechsle. Die kommen alle nach hier. Wieso kommt ihr nach hier? Ich lande nie hier. Was macht ihr hier? Hallo? Warum? Ich wurde in der letzten Runde übrigens auch geholt. Oh, ich bin tot. Komm schon. Oh Gott. Nein. Also Peter, deine Challenge ist schwieriger als gedacht. Aber wie sagt man so schön? Bei der Nummer 3 klappt's immer direkt oder so ähnlich. Also komm schon. Eine epische Waffe. Oh nee, was will der denn jetzt? Schon wieder überhaupt kein guter Beginn. Ich brauche eine epische Waffe, hier ist ja nichts. Hast du eine epische Waffe für mich? Ah nee, aber Heilung. So. Dann heile ich mich erstmal schnell. Dann gucke ich aber, dass ich jetzt hier eine epische Waffe krieg. So. Irgendjemand nimmt da die Zone ein. Warum schießt denn niemand auf ihn? Immer wenn ich das mache, ist direkt die ganze Lobby bei mir. Eieieiei. Komm schon. Ja! Wie viel Glück muss man haben? Heilige Truhe. Ich danke dir. So reicht. Jetzt haben wir eine Waffe. Jetzt wird der in der Mitte da was erleben. Endlich kann man sich zur Wehr setzen. Ich habe nur 3 Schuss. Aber die werde ich, oh Gott, nutzen. Ah! Oh, der hat es überlebt. Das aber nicht. So, jetzt aber nochmal ganz schnell hier runter. Und heilen. Ich habe bei der Runde ein gutes Gefühl. Die kann was werden. So, jetzt aber erstmal den Biggie. Boah, das Feuer sieht cool aus. Und jetzt gucke ich, was habe ich für eine Realitätserweiterung? Ich wechsle mal aus. Vielleicht kriege ich eine, wo ich eine Waffe bekomme. Bogenspezialist. Komm bitte, ein epischer Bogen. Hallo? Hä? Bin ich blöd? Oder? Da kriegt man doch eigentlich immer einen Bogen. Oder 2 sogar. Oder nicht? Ich dachte schon. Ich war mir sehr sicher schon. Oder gibt es da irgendwie 2 unterschiedliche? Und jetzt kann ich nur Bögen aus Truhen ziehen. Naja, wir haben nur noch einen Schuss mit dem Raketenwerfer. Oh, oh. Wer hat da den Adler? Oh oh. Nee, da. Ich darf halt meinen Raketenschuss jetzt nicht mehr. Einfach so. Ah, abschießen. Lass mich! Abschießen. Kommt der? Ich hab voll Angst gerade. Eigentlich bräuchte ich noch eine weitere epische Waffe. Was liegt da? Nein, zeig mir die Waffe. Nein. Hallo. Ja, hier in dem er. Ich bin so ein Markierprofi. Oh nein. Nein. Nein, nein, nein. Wehe, der schnappt sich die Waffe. Schnapp dir. Morgen. Nein, ich habe keine Munition mehr. Oh Gott. Jetzt muss ich mir ganz schnell die DMR holen. Und dann aufs Motorrad und weg hier.
Weg, 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 weg. Die DMR ist nämlich auch nicht so stark im Nahkampf. Oh nö. Wo bin ich hier gelandet? Oh nein, ich bin in den Backrooms gelandet. Ich muss hier raus. Zack, weg, 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 weg. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. So. Der Hammer wäre natürlich auch mega, wenn wir den haben könnten. Die Frage ist... Oh Gott. Och, ich erschrecke mich jedes Mal. Jedes Mal erschrecke ich mich. Oh, warte mal, was ist das? Da ist der Falke. Ich markiere heute alles. Bogenlegende. Boombogen und einen mechanischen Schockwellenbogen. Komm schon bitte in Eb. Die sind beide blau. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie nicht ausgewählt. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen logisch gewesen, aber... Nein, die ist mythisch, oder? Ja, die ist leider mythisch. Die Sache ist, hier irgendwo ist auch dieser andere Typ noch rumgehüpft. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich mit diesen Falken catchen kann. Aber ich würde sagen, ich gehe das Risiko ein, trinke noch hier einmal diesen Schnelligkeitssaft und jetzt sprint ich los zu dir, mein Falke. Nein! Los jetzt, schnell. Und zack. Und wieder zurück. Kein Risiko eingehen. Oder vielleicht auch, sonst ist es ja langweilig. Also alles für euch, hier, alles für euch. So. Ja, aber zu nah will ich da jetzt eigentlich auch nicht drauf. Vielleicht kann ich mal hier auf den Berg. Ach, da ist der Fight. Hallo. Hab ich dich. Sehr schön. Die Sache ist, da war sicher noch ein anderer. Ja, da. Ah, da. Komm, komm, komm. Einsetzen. Komm schon. Ah, jetzt. Falls ihr nicht genau wisst, was der Vogel alles machen kann, dann guckt auch gerne nochmal mein Video an. So, beide sind gescannt. Ich breche einmal ab und jetzt wird hier... Komm schon, mach was auf. Das, ja, okay, da ist eine Wand dazwischen. Ein Schuss noch. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Ich weiß nicht, ob es klug ist, da jetzt reinzugehen. Aber was auf jeden Fall klug ist, nochmal mit dem Falken zu catchen. Und nochmal zu schauen, wo er ist. Oh. Kommt jemand zu mir? Ich glaube nicht. Da ist er. Abbrechen, abbrechen, abbrechen und jetzt. Oh ja, das waren zwei schöne Schüsse. Mann, wieso braucht ihr immer so lange, um irgendeine Wand zu zerstören? Ich habe Angst, dass er mich jetzt mit dem Kamehameha wegmacht. Deswegen gehe ich jetzt auch lieber auf die Defensive. Oh, hier ist ja noch jemand mit dem Hammer. Weg, 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 weg. Ja, mit dem Hammer, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Und mit der Frau jetzt eigentlich auch nicht, weil die jetzt Kamehameha. Das macht mich ziemlich schnell kaputt. Das heißt, wir hauen erstmal ab. Halten die haben natürlich im Auge. So, wenn wir jetzt wüssten, wo die genau ist. Wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir könnten nach hier. Hier ist ein bisschen schön oben. Von hier haben wir alles im Blick. Ich heile mich mal schnell. Zack. 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 Oh, und ich brauche noch kurz ein bisschen Metz, sonst kann ich ja gar nichts bauen. Wir haben eigentlich aber ganz gute Waffen. Den Hammer, der wäre noch ein bisschen gut. Was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Da wird der Raketenwerfer gleich mal ausgetauscht. Den Hammer. Ja, jetzt wird Action gemacht. Oh, jetzt ist er da hinter dem Berg. Oh, oh, von wo, von wo, von wo? Hab ich dich. So, hast du irgendwelche epischen Waffen dabei? Schade, Marmelade, nein. Raketenmunition. Wisst ihr was, wir spielen jetzt hier auf ganz wenig Heilung. Oder ich tue den Adler am besten weg, ne? Also bis jetzt hat er mir ja nicht so viel gebracht. So, wo habe ich meinen Raketenwerfer liegen gelassen? Ah, hier.
So, das sieht mir doch jetzt nach einer gescheiten Ausrüstung aus. Aber hier war irgendwo noch der andere. Das kann nicht sein, dass er in dem Moment runtergeht. Ich muss hier hinter den nächsten Hügel. Ich habe keine Ahnung, ob er gerade hinter dem Ding steht und nur wartet, bis ich komme. Weil ohne Pump ist das für mich dann sehr schnell vorbei. Oder ob er da unten ist. Okay, ich glaube, er ist hier nicht. Wo schießen die? Oh, ich bin echt nicht gut mit der DMR. Es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, der Loot Drop, der steht da ganz einsam und alleine. Und ich bin auch ganz einsam und alleine. Oh oh. Hallo, ich glaube, ich spinne. Geht das alles noch hier? Eine goldene Waffe. Die brauche ich nicht. Oh, da oben ist jetzt der wilde Fight. Ich habe Angst, dass ich von irgendwo anders plötzlich. Von wo? Ich glaube, ich mische mich da oben ein. Hier. Oh oh. Oh Habe ich ihn erwischt? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier noch irgendwo jemand. Da. Nein! Dass ich da jedes Mal einzeln draufdrücken muss, ne? Ich verstehe das immer nicht. Ich höre mal auf und wundere mich dann, warum er nicht weiterschießt. Okay. Ich muss auf jeden Fall im Highground bleiben. Oder, oh Gott. Okay, das zum Highground. Hier ist jemand. Oh, der wurde eliminiert. Von der Person da. Soll ich mit dem Hammer drauf? Warte, erstmal Raketenwerfer nachladen. Wo? Oh nee, das wird nix. Schade. Wo sind die? Ich versuche auf den anderen Turm drauf zu kommen. Hier, ja. Oho. Komm schon, editier auf. Kommt schon, Felix wartet mit einem Raketenwerfer. Oh. Oh nein! Oh. Oh, da war ich aber ganz schnell unten. Der andere auch. Oh, jetzt. Ist es das? Nee, sie sind immer noch beide da. Was sie da unten machen. Ich weiß leider nicht, wo der andere. Oh Gott. Ach du Scheißkleister, wie schnell bewegt sich das denn jetzt? Kommt er hier hoch? Nee. Was ist das für ein Battle? Morgen! Das war einer! Leute! Das war jetzt natürlich sehr eklig, muss ich zugeben. Ich habe ihn nicht getroffen, oder? Hä? Ich habe den Hammer genutzt! Wie schnell war das zu Ende? Ja, das war's. Wir sind zweiter Platz geworden. Nur mit epischen Waffen. War trotzdem eine coole Runde. Die Falkendrohne ist jetzt ja auch neu reingekommen und war episch. Das ist ganz cool, dass ich die jetzt auch nochmal austesten konnte. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Danke an Peter nochmal für den schönen Kommentar. Schreibt auch in die Kommentare, ob ich noch die anderen Waffen-Challenge machen soll. Also nur graue Waffen, nur grüne Waffen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.